Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind angekommen, die Korn Ferry Tour Championship, und das ist das große Finale der Korn Ferry Tour, das letzte Turnier Woche 10. Die erste Runde haben wir bereits hinter uns gebracht. Wir gehen jetzt in Runde 2, liegen sehr, sehr aussichtsreich weit vorne mit minus 6. Das ist unser aktueller Score und wir sehen es hier, der Projected Cut ist plus 4. Ich denke, das sollten wir auf jeden Fall schaffen. Wir schauen noch mal ganz kurz in den Wind rein. Auch der ist gering, also wird uns heute, glaube ich, nicht allzu viel zu schaffen machen. Deswegen steigen wir ein. Runde 2, Pebble Beach Golf Links. EA Sports and the Korn Ferry Tour are proud to feature some of the best young talent in the world of golf. From the world famous Pebble Beach Golf Links, live second round coverage of the Korn Ferry Tour Championship. But if we see more of what we witnessed yesterday, we're in for a heck of a battle these next 3 days as we show you the current leaderboard here on this Friday. Some good names up there, including our leader. So, wir haben jetzt umgestellt. Die erste Runde haben wir uns ja noch ein bisschen, ich sage mal, die Flyovers gegönnt und ein bisschen mehr Kommentare und Animationen, um den Platz kennenzulernen. Jetzt kennen wir ihn, deswegen Runde 2, Runde 3 im Quick Mode ohne Animation und Flyover, sodass wir ein bisschen zügig durchkommen, deswegen aber auch gleich alle 18 Bahnen am Stück. So, wir müssen noch ein bisschen hier reinfaden und dann soll es auch schon losgehen. Runde 2, wir wollen schauen, dass wir uns ganz, ganz vorne festsetzen. Ich wünsche uns ein schönes Spiel. So, das sollte passen. Rechts vom Bunker, sehr gut. That one looking good. It's in the fairway here to start round 2. A little over 80 yards here as he gets set for his second. Okay, wir haben ein bisschen Mitwind, aber trotzdem wird das 60er zurückkommen, habe ich den Verdacht. Deswegen spielen wir das hier tief rein. Ja, noch ein bisschen mehr. Okay. So, jetzt hoffe ich, dass er ein bisschen spinnt. Na, also, geht doch. I always looked inside that 15-foot circle. Anything inside that was going to be a good shot. So in my book, that's a good shot. So, jetzt haben wir ziemlichen Bergabputt, so wie ich das sehe. Einen ziemlichen Bergabputt. Über links. Oh ja, der rollt dann auf jeden Fall durch, habe ich den Eindruck. Wenn wir den nicht lochen, dann rollt der richtig durch. Das heißt, wir müssen den eigentlich so ein bisschen antippen. Und dann wird er relativ schnell breaken. Der müsste relativ schnell breaken. Ah. Ui. Yay. Oh, you hate to miss from that distance. Ja, das hätte noch ein bisschen mehr sein dürfen. So, jetzt haben wir einen Bergauf-Putt. Den werden wir natürlich mit Speed spielen müssen. Ja, 3. Okay, jetzt sollte er, glaube ich, nur ein bisschen breaken. Okay, schade, schade, dass wir hier nicht gleich das Birdie spielen konnten. So, jetzt geht's gleich auf die 2. Ein paar 5, 506 Yards bergab. Der Wind wird uns den Ball nach links treiben. Das heißt eigentlich ganz okay, damit wir hier den Berg hochgehen, in die Welle rein. Deswegen noch ein kleines bisschen. Au, und da haben wir gleich, das sehen wir schon, da haben wir da ein kleines Problem mit dem Ast hier, merkwürdig. Der spielt echt eine Rolle. Okay. Nee, 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 da versuchen wir mal nicht das Risiko zu gehen. Dann spielen wir den so. Ah, okay, das ist spannend. Hier, dass dieser Ast hier uns so viel Stress macht. Wir könnten natürlich auch schlicht und einfach mit dem Fade hier runterspielen. Okay, so versuchen wir das. Bingo.
Ja, der rollt noch schön runter. Very nice tee shot. He looks awfully comfortable here with these first couple of drives. So. In the fairway, shouldn't be more than 200 yards to the flagstick. Ein Eisen 5, um ins Grün zu spielen, mit Rückenwind. Dann nehmen wir doch lieber das Eisen 6. Dann schauen wir. Okay, er wird ein bisschen nach links springen, wenn er ankommt. Dann werden wir den noch ein kleines bisschen faden. Und etwas höher anspielen. Ja, ich sehe gerade, wir stehen natürlich auch über dem Ball. Aber ich glaube, das passt dennoch. Okay. Okay, Mitte grün. Struck it so well, you could see that by the reaction of that ball when it hit the green. Landed so softly. Das ist jetzt auch schon wieder ein deutlicher Bergabputt. Ein deutlicher Bergabputt. Über rechts. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, das heißt wieder mal ziemlich weit oben, weil er wird lange, lange dann nach links runterlaufen. Okay, noch ein bisschen höher. Und jetzt komm runter, komm runter, komm runter. Ah, jetzt war es wieder ein bisschen zu viel. Not much to this one. It's for birdie. Ja, wir spielen aber trotzdem jetzt das Birdie. Der geht jetzt berghoch, kein Break. Einfach nur geradeaus hoch. Sehr gut. Yeah, well done. It's a birdie here at the second. And on the heels of yesterday's 66, he'll get it to one under par for his round today. Ja, das muss auch das Ziel sein, dass wir definitiv die Par 5, die Birdies spielen. So, jetzt haben wir Gegenwind. Das ist natürlich blöde. Er bietet uns auch nur das Hybrid an. Ich will aber das Holz. Und zwar hier direkt rein. Und zwar ein bisschen gedroht. Ja, das sollte doch funktionieren. And no issues there. Good tee shot in the short grass. Genau, so sehe ich das auch. Coming up, let's bring in Iona Stephen. Looking at 128 yards to the hole, pin all the way at the back. He can fly it the full way. Da müssen wir ein bisschen hinten dran. Der Wind ist gegen uns. Pitching wedge, ein bisschen Spin hat er dann. Okay, es geht ein bisschen bergab. Ja, das werden wir so versuchen. Schauen wir nochmal. Okay. Ja, der spinnt, der spinnt, der spinnt, der bleibt liegen, oder? Ja, dachte es mir doch. So, dann schauen wir doch mal die nächste Birdie-Chance für uns. Und das ist eine definitiv, denn Level ein bisschen berghoch. Und wenig Break, ganz wenig Break über die rechte Seite. Da muss auf jeden Fall ein bisschen runterkommen. Ah, schon wieder übers Loch. Schon wieder drüber gehoppelt. Okay. So that safely in. It's a par here at the third. And he'll stay at 700. So, wunderschöne Bilder vom Yacht Club. Das müssten wir hier auf der Seite dann noch mal ein bisschen sehen können. Hier die ganzen Yachten da hinten. Ja, genau, das ist doch richtig schön hier. So, wie kriegen wir jetzt den Ball hier vernünftig rein? Lass mich kurz schauen. Wir haben Mitwind. Das brauchen wir dann eigentlich nicht. Dann hauen wir hier nur das Holz rein. Nur das Holz hier safe rein. Yep.
So war der Plan, so war die Idee und dann mit dem Wedge ran. He knows here on a short par 4, better to be left with a full iron than something in between, so smart decision to go with the 3-wood there. So, 60er Finesse. Es ist etwas erhöht, das heißt, wir müssen definitiv weiter hinten und ein Stück weit rechts wegen dem Wind. Wenn er aufkommt, dann springt er sowieso nach links. Okay. Ja, das müsste so passen. Und Finesse hat eigentlich wenig Spin. So, aber ein bisschen spinnen darf er. Okay, it's not stone dead, but that's not too bad. Oh, jetzt geht's wieder bergab. Wir haben aber auch immer Bergab-Putts. Das passt mir überhaupt nicht. Da passen wir nicht auf. Bergab-Putts. Die sind immer ein bisschen schwieriger. So, das ist jetzt keine große Entfernung. Da müsste eigentlich ziemlich runterlaufen und gar nicht so viel Break annehmen. Ja, ein bisschen weniger. Komm schon. Ah. Oh, right by the hole. The longer putts, you don't mind as much. The short ones, they tend to sting. Also da lassen wir heute wieder sehr viel auf den Grüns liegen. Kommen wir ein bisschen vor wie Rory McIlroy. Finished off. It's a par here at 4. And he'll remain right where he is. Yay. So, ein paar 3. 188 Yards hier über den Kanal rüber. Der Wind kommt vom Meer natürlich. Das heißt, wir müssen ja kräftig den Ball reinfaden. Es ist ein bisschen down. Eisen 6, Eisen 7 muss reichen. Reingefadet hinrollen lassen. So wäre eigentlich die Idee. Yep. Reinfaden und hinrollen lassen. Okay. Kleines bisschen höher. Ja, ein bisschen zu viel, glaube ich, durchgezogen. Aber das müsste doch passen, dass der auf dem Grün liegen bleibt. Ja, der springt noch runter. Ich glaube, das ist fast Pin High. Aber wir haben wieder einen Bergab-Putt, so wie das aussieht. That one safely on the putting surface. Ja, gäbe es eine Statistik, würde ich sagen. Ja. Wenn es eine Statistik gäbe, bin ich der Meinung, dass da drin steht, bergab haben wir eine deutlich geringere Chance, Putts zu versenken, als bergauf. Ich finde es auch schwieriger, weil man natürlich berghoch mehr Gas geben kann und einfach auch das Break weniger ist. Aber wenn man hier diese leicht angeditschten Bälle spielt, dann weiß man halt wirklich nicht, wie die dann am Ende wirklich dahin rollen. So, jetzt komm rum und wieder vorbei. Oh Mann. Ja, die Grüns sind nicht einfach. Das ist immer irgendwo sind hier Breaks. Wir haben immer Breaks, immer Kurven. So, jetzt geht's natürlich berghoch. Über links. Yeah, that's good putt. It is a par here at the fifth. And he's gonna remain one shot off the pace. Ja, aber wir dürfen uns auch nicht beschweren, denn im Moment sieht es ja gut aus. Wir haben ein Birdie gespielt, eins unter Par und das Leaderboard sagt uns, dass wir weit, weit weg sind natürlich mit -7 von der Cut-Linie und das ist auch das Wichtige und das Entscheidende. Aber ihr seht es, links haben wir natürlich wieder unseren Quest und das unter die Top 80 zu kommen, werden wir wohl schaffen. Wir werden auch mit Sicherheit unter Par spielen. Natürlich wäre es schön, könnten wir diese Championship auch noch gewinnen. Das würde nochmal wieder richtig Punkte bringen. Das wäre doch herzallerliebst. Also versuchen wir das. Aber dazu müssen wir einfach ein bisschen besser putten. Wir sehen aber, das Feld ist dicht beisammen. -5, -6, -7, -8. Und da wurde heute schon -5 gespielt. Aber auch eine +1. Und ganz da unten sehe ich mit der 66, der erste im Clubhaus, die 66 -6 gespielt. Okay, wir müssen dranbleiben. Das ist jetzt dieses, ja, ich sag mal, spannende Par 5, wo wir natürlich gut Länge machen müssen, um dann hier hochzukommen, damit wir hier natürlich das nächste Birdie spielen können. So, ich würde sagen, das sollte so passen, wenn wir einen kleinen Fade spielen.
einen kleinen Fade, dann rollt er noch ein bisschen runter Richtung, genau, Felsen sozusagen. So, jetzt haben wir dem ein bisschen einen mitgegeben. Das sieht doch ganz okay aus. Genau, und dann rollt er noch ein bisschen hier runter, macht noch 3, 4, 5 Yards. Und dann sollten wir doch vernünftige Ball hier hochbringen. Ja. Also wir haben jede Menge Grün zum Anspielen. Eisen 6. Der wird natürlich da oben flach aufkommen. So, der Wind. Oh, wir haben auch noch Gegenwind. Sollten wir fast versuchen, ein Eisen mehr zu spielen. Aber dann dafür hoch anspielen. Gegenwind. Ja, wir werden es mal so probieren. Mal schauen, ob der zum Liegen kommt. Nein, der wird durchrollen. Der wird durchrollen, oder? Komm, lass mich patten. Bleib liegen. Normally they stick a tee in one end and a flag in the other. You advance the way. But that second shot on this par 5, that completely took the green out of play. Airmail. That is a big mistake. So, es geht eigentlich ohne großes Break. Wir müssen hier durch das Flinch. Das macht eigentlich nicht so viel aus. Es geht aber ganz schön gleich hier den Berg runter. Das heißt, er kriegt ziemlich Speed. Und da unten bremst er nicht. Okay, wir wollen das Birdie spielen. Das heißt, wir müssen dicht an den Stock. Wir haben vorne ein bisschen Break nach links. Wenn er langsam wird, kippt er rüber. Ja. Ich will auf keinen Fall, dass der zu weit über das Loch hinausrennt. Da kriegt er Speed. Komm, lauf. Okay, er ist definitiv nicht übers Loch hinausgelaufen. Schade. Okay, wir sind noch 2 Fuß. Wie 2 Fuß? 2 Fuß? Das sind noch keine 2 Fuß. Okay, aber das Birdie haben wir uns eingesackt. Birdie hier at the 6th. And he gets it to 2 under for today's round and 8 under. For the tournament. So, die berühmte 7, das kurze Par 3, wo man aber gut aufpassen muss, weil es geht 23 Fuß nach unten. Das heißt also im Prinzip immer eigentlich ein Eisen weniger. Aber ich tue mich da jetzt gerade ein bisschen schwer, denn wir haben Wind. Und ich würde Finesse nehmen und den eigentlich eher so hier hinspielen. 54er Wedge, da müsste dann wenig Spin haben. Ja, aufs Grün kommen ist eigentlich wichtig. Aufs Grün kommen ist wichtig. Ich meine, das Wedge fliegt hoch, das fällt dann sowieso runter. Okay. Das heißt, wenn der aufkommt, rollt er sowieso nicht mehr viel. Gut, sehr schön. So, jetzt haben wir wenigstens mal einen geraden Putt. Also ich meine jetzt davon kaum bergab. Aber ist natürlich mit Break. Wie gewohnt. Zwölf, okay. Der dürfte jetzt nicht allzu viel breaken. Ja, den lassen wir ein bisschen eher reinfallen, hoffe ich. Ah, jetzt wieder zu wenig. Und dann rollt er doch wieder so weit aus. Hi! Jetzt liegen wir fast noch weiter zurück als vorher. Okay. Dafür geht es jetzt berghoch wieder. Schade. Also wir hätten jede Menge Chancen zum Birdie gehabt. Jede Menge Chancen hatten wir.
So, das ist jetzt wieder diese Bahn, wo man einfach nur gucken muss, dass man hier hinkommt. Ja, genau. Wir haben sogar noch ein bisschen Rückenwind. Ich denke, dann sollte das so passen mit dem Hybrid. Da sollte keine Gefahr von ausgehen, dass wir zu lang sind. Ja, der rollt fast bis hin. Das ist gut. Das passt. 175 ist absolut okay. Eine gute Distanz für ein Eisen 7. Check in with Noda. Aggressive off the tee, ball lucky not to run out of fairway and into the ocean, but now sitting in an ideal spot with access to the green. Ja, wir haben Rückenwind und es geht bergab. Das heißt, wir nehmen ein Eisen weniger, weil er wird auf jeden Fall lange fliegen und wir werden das Ganze ein bisschen reinfaden. Quatsch, the draw. Der Draw soll das ein bisschen unterstützen mit dem Wind. Okay, das sieht gut aus. So, jetzt sollte er nur noch liegen bleiben. Okay. It was a good shot coming in here. I know it's a little long, but still inside that 10-foot circle is always good and even money really to make birdie. Ja, um ehrlich zu sein, tendiere ich fast immer dazu, einfach nur den Ball ans Loch zu legen, dass wir das sichere Paar spielen und uns wirklich auf die Paar 5 konzentrieren, um dort unsere Birdies zu spielen. Weil irgendwie habe ich hier immer so ein bisschen ein ungutes Gefühl, dass uns dann der Ball wegrennt. Ja, den müssen wir viel weiter oben, denke ich, anspielen, damit er runterkippt. Ist schon ein ordentliches Break. Oh, right on line. That's a birdie here at the 8th. And he's worked it to 9 under par. Sauber. Dann nehme ich jetzt mal als Bonus mit. So, genau, das passt. Der Wind hilft uns, den Ball nach links rein, dann macht er die Kurve und rollt hier den Hang runter. 474 Yards, ein schön langes Par 4. Da müssen wir eigentlich gar nicht so viel machen, einfach den Wind arbeiten lassen. Denke ich jetzt mal. Ah, doch vielleicht ein bisschen viel. Ja, der geht ins Fringe. Der bleibt im Fringe liegen. Okay. Oh, I like that tee shot. One extra bounce. That's what kicked it into the first cut. Ja, aber es ist ein shot now from just a foot or two off the fairway. Okay. Auch hier. Eieiei, nee. Eisen 8 Approach. Das ist es nicht. Wir werden den auf jeden Fall reindrohen, damit wir hier die lange Seite haben, falls er zu kurz ist. Aber der wird eher tendenziell zu lang sein. Okay, der Wind hilft ein bisschen, ihn kürzer zu machen. Wir spielen den einfach schön hoch an. Mit einem Draw. Mit einem hohen Draw spielen wir den an. Sehr schön hinter den Stock. Ja, natürlich wieder bergab. Natürlich wieder bergab. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Oh, das ist noch mehr Break als gerade eben. Definitiv. Das ist stärker. Aber der Ball startet nicht sofort mit Tempo. Das ist gleichmäßig runter. Aber der wird trotzdem gleich nach links wegbreaken. Habe ich so den bösen, bösen Eindruck, weil wir einfach zu langsam putten. Okay. Ja, okay. Nope. Gut, aber jetzt kriegen wir wenigstens langsam das Tempo rein. Okay, that's in first par here at the 9th. So, das waren die ersten 9. Und wir gehen gleich auf die 10. Im Quick Mode geht das alles sehr, sehr schön flott. Aber wir schauen jetzt nochmal ganz kurz auf unsere Scorekarte. Zumindest kein Bogey.
Kein Bogey, drei Birdies. Wir können sehr zufrieden sein, denke ich. Und wir sind mittlerweile geteilter Erster mit 2 Schlägen Vorsprung vor dem geteilten Dritten. Okay. Also wenn wir so weiterspielen und uns wirklich auf die Paar 5 konzentrieren, um dort eben unsere Punkte zu machen. So. Ja, ich glaube, wir haben rechts genügend Luft. Wir haben rechts genügend Luft, weil ich habe so den Verdacht, dass er auf jeden Fall ein bisschen mehr rüberzieht. Ja, sehr schön. Das passt, dann wird er nach rechts bouncen und rollt noch ein bisschen den Hang runter. Eisen 9. This is second. 147 to the hole. Pin sitting in the back left portion of the green. Wir haben Gegenwind, Eisen 9. Den würde ich höher anspielen wollen, wenn wir wieder hinterm Stock liegen, was jetzt aber keinen Sinn macht. Dann ist es wieder ein Bergab-Putt. Wir werden jetzt versuchen, den hoch anzuspielen. Wir stehen ein bisschen überm Ball. Dann spielen wir den hoch an, damit er kürzer bleibt. Und ich hoffe, dass er diesmal vor dem Stock liegen bleibt, damit wir einen Bergaufputt haben. Ja. Ja, okay. It was a good shot coming in here. I know it's a little long, but still inside that 10-foot circle is always good. Oh ja, der ist auch machbar. Der ist auch machbar. Wir haben eigentlich wenig Break über links. Aber da unten tut sich was. So, jetzt müssen wir nur wieder gucken vom Tempo her. Den reinkullern lassen. Über links reinkullern lassen. Sehr schön. Right in a birdie here at 10. And he's into double figures now at 10 under par. Ja, wie sagt man da immer so schön, man muss einfach geduldig sein, denn wir haben gute Eisenschläge ins Grün. Bis jetzt haben wir eigentlich die Grüns immer getroffen und waren auch, ich sage mal, immerhin gut in der Nähe der Fahne. Und da muss man einfach geduldig sein und dann fällt eben doch auch mal der ein oder andere Putt. So, es sieht weiterhin so aus, dass wir, glaube ich, guten minus 10. Ja, okay. Ja, das passt soweit. Sehr schön. Diesmal haben wir ein bisschen Unterstützung vom Wind, deswegen werden wir den auch hier ein kleines bisschen faden. So, und dann sollte er Richtung Bunker laufen. Ja. Ja, da macht noch ein bisschen Strecke. Just what you want at this point in the round. You're trying to find a rhythm. Hit fairways, hit the middle of the club face. Ja, aber bis zum Bunker reicht es natürlich gar nicht. Second shot coming up. So. 97 yards left to the flagstick. 54er Wedge, Finesse. Das heißt, er wird ein bisschen Spin haben. Es ist weiter oben. Wir haben aber ein bisschen Rückenwind. Ja, jetzt ist halt wieder das Thema. Wenn wir natürlich unterm Stock bleiben, haben wir einen Bergauf-Putt. Wir müssten natürlich aber auch links vom Stock bleiben, damit es auch ein Bergauf-Putt ist. Ja, ich glaube, wir versuchen das einfach mal so und versuchen wirklich mal links vom Stock zu bleiben und auch etwas kürzer. Also nicht, dass er hinterm Stock zum Landen kommt. Ja, ist natürlich gefährlich, ne? Wir spielen den in den Hang. Wenn der Spin hat, dann zieht es den richtig runter. Okay, wir versuchen unser Glück. Ja, der müsste wenig Spin haben. So, ein bisschen nach vorne und liegen bleiben. Okay. Ja. Ja, okay. 2 hoch. Oh, da wird übel, wenn wir den verpassen. Okay. Ja, das ist jetzt das Thema. Wir können natürlich hier jetzt mit Speed rein, aber das ist schon ein ganz schönes Break hier. Ja, der wird wieder sofort nach rechts gehen, habe ich den bösen Verdacht. Ah.
bisschen zu wenig. Der Rückpart wird mit Sicherheit auch nicht leicht. Ja, weil wir haben da unheimliches Break. Also das Loch hängt, ist direkt praktisch ins Loch, hier in den Hang gestanzt. So, jetzt muss ich aber nochmal schauen. Das geht jetzt bergab. Okay. Wir sollten den Speed mitnehmen. Well done. It is a par here. Ja, das war kein einfacher Putt. Das war wirklich kein einfacher Putt. So, die 12, ein paar 3, 204 Yard. Es geht bergab, 29 Fuß. Und wir sollten auch hier wieder schauen, dass wir von rechts reinkommen. Eisen 5 definitiv nicht. Überhaupt ein bisschen kürzer. Wir gucken, dass wir hier einfach in den Eingang reinkommen. Okay. Ja. Der Wind macht es uns nicht einfach. Und wir werden den auch ein bisschen höher anspielen. Hoch reindrohen. Aufs Grün kommen, das ist die Devise. Okay, die Kurve nimmt er. Jetzt ist die Frage, reicht der? Der reicht und landet auf dem Grün. Sehr schön. Okay, auch der. Auch der Eisenschlag war wieder gut. So, es geht ein kleines bisschen bergab. Yep. Ein kleines bisschen bergab, aber ein ganz schönes Break wieder von rechts. Ja, schauen wir mal, ob das passt. Ah, zu viel. Zu schnell. So, Berg hoch. Etwas mehr über links. No missteps there. It is a par here at 12. So, wir sind geteilter Erster immer noch. Und wir sehen auch, dass der geteilte Zweite mittlerweile im Clubhaus ist mit 65. Wir haben noch 6 Löcher zu gehen. Auch hier nutzen wir den Wind, dass er uns den Ball in den Hang reinspielt, weil er kommt dann sowieso von selbst dann den Berg runter. Ja, das passt. Springt natürlich logischerweise ein bisschen nach links. Looking for a strong finishing kick here on this Friday to get set up for the weekend and that another good drive here. Ja, das ist auch wieder eine kurze Annäherung mit einem Wedge. 136 is the number. Pin front right. It's a sneaky one. Ja, es geht berghoch. Der Wind. Ja, die kurzgesteckte Fahne. Das ist jetzt wieder so eine Sache hier. Wir gehen auf Finesse. Dann nimmt er das Eisen 9. Ja, die Sache ist wieder die, wollen wir unterm Stock zum Liegen kommen. Aber wir müssen auf jeden Fall 13 Fuß, auf jeden Fall ihm ein bisschen mehr Länge mitgeben. So. Ah, geht sofort nach links. Der bleibt gleich links vom Stock. Wird aber nach, ja, rüberspringen, oder? Ja, und rennt noch ein bisschen runter. Okay. Aber der Putt wird natürlich wieder, wie immer, bergab. Mordsbreak. Aber eine hübsche Aussicht raus auf den Pazifik. So. Wie machen wir das jetzt wieder am geschicktesten? Über rechts reinkullern lassen, ne? Minus 2, minus 4 war es ursprünglich. Ja, es ist einfach schwierig. Ja, komm. Den nehmen wir mit. And that is gonna push him into the lead here on this Friday. Wunderbar.
die letzten 5 Holes. Und wir haben irgendwas in unseren Quests geschafft. Okay. So. Das nächste Birdie-Loch für uns. Par 5 wieder. Das heißt, hier müssen wir wieder scoren. Mit einem Fade. Auf jeden Fall versuchen, den Ball auf die, ja, ein bisschen Länge zu machen. Der Wind wird uns dabei helfen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das letzte Mal da im Bunker lagen. Und das sieht schon wieder so ein bisschen nach Bunker aus. Nein, diesmal springt er. Oh, noch schlimmer. Schon wieder zu viel. Oje, guckt es euch an. Also mit dem Holz brauchen wir hier gar nicht arbeiten. Ihr seht es. Stopp mal. Approach. So. Hybrid. Okay, Eisen 4. Eisen 5. Jetzt schauen wir mal. Ja, ja, der wird nicht allzu weit fliegen. Das können wir getrost vergessen. Mit dem Hybrid 28. Ja, jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo wir eigentlich mit dem Eisen... Okay, 184, 282, dann sind es 100. Ja gut, 75. Okay, das machen wir so. Ja, da verlieren wir auf jeden Fall 20 Yards ungefähr. Dann haben wir 128 zum Loch. Oha. 28 Fuß. 28 Fuß. Ein Pitching Wedge. Ja, das ist jetzt heikel. Dann kann er uns da ein bisschen rausrennen, ne? Aber wenn wir den hoch anspielen, dann müsste er doch zum Liegen kommen. Ja, nicht richtig durchgezogen, nicht richtig durchgezogen, aber auf dem Grün. Ja, that's an excellent shot. Inside that 10 feet circle, a little long, a little left, but still good. Ja, und das ist ein machbarer Putt. Der ist machbar. Wenig Break über rechts. Wenig Break über rechts. Na also. Birdie's now at 13 and 14. And he's opened up a two-shot lead here in round two. So, 3 Breaking Putts, 6 Birdies. Okay. Also, wir haben unser Matchplay sozusagen erfüllt. Wir haben zumindest mal ein Paar 5 Birdie gespielt, zweites Paar, das dritte Paar. So, jetzt haben wir noch die 18. Da sollten wir noch ein Birdie spielen. Und dann sieht es auch so aus, dass wir im Moment, es sind fast alle drin. Wir führen mit 2 Schlägen. Das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus für die Tour Championship. Ah, das ist dieses spannende Loch. Okay, wir hoffen, dass der Wind uns den Ball neben den Bunker setzt. Aber ich... Oh, den haben wir ja bös verdreht. Ei, den haben wir ganz bös. Okay. And it would appear that that ball is into the bunker. So, aber es sieht so aus, als kommt er aufs Grün. Now he'll dig in with his second to the par 4. So, aus dem Sand. 81, 90. 60er Wedge. Wir wollen auf jeden Fall aufs Grün kommen. Auf jeden Fall aufs Grün. Die Bunkerkante scheint kein Problem darzustellen. Okay. Der ist trotzdem zu kurz, interessanterweise. Und False Front, okay. Ah, hätte man doch einen Schläger mehr nehmen sollen. So, ein Pitch 10. Dann gehen wir hier kürzeste Entfernung.
kürzeste Entfernung. Er wird ein bisschen nach links springen. Okay, wir werden den auch hoch anspielen. Der soll nicht so viel rollen. Zu viel Rolle. Zu viel ausgeholt. Den hätten wir einfach vorputten sollen. Dann hätten wir von unten hoch. Das war jetzt wieder nicht clever. Das war nicht clever. Okay. Ja gut, es ist nicht viel Break, ne? Er wird so ein bisschen nach rechts rüberlaufen. It's in for par here at 15 and the lead's gonna remain 2. So, das war jetzt wirklich ein erkämpftes Pärchen. Ein schön erkämpftes Pärchen, aber wir haben es gewuppt. Das nächste Par 4 ist eigentlich ein Holz. Ja, okay. 255, 389, das können wir mit dem Eisen angreifen. Wichtig ist halt einfach nur, dass wir hier ordentlich drin liegen. Aber wenn wir mit dem Driver schlagen, dann haben wir ruckzuck, dass er rollt und uns hinter den Baum da unten rollt. Und das wollen wir definitiv vermeiden. So, wir schauen nochmal. Okay. So, jetzt schauen wir mal, dass wir wirklich wieder einen sauberen, geraden Schlag machen. Vielleicht ein kleines bisschen faden. Ja, vorhin mit dem Driver haben wir ein bisschen durchgezogen, ein bisschen verzogen. So, springen ein bisschen nach links. Ja, damit können wir leben im Fringe oder im First Cut. In the first cut, Frank. Interesting choice coming ahead here. It'll be interesting to see how he reads this lie. Okay, 16 Fuß nach unten, 50er Wedge. Approach heißt dann, dass er Spin hat, aber er liegt im First Cut, dann hat er eigentlich weniger Spin. Er wird auf jeden Fall länger fliegen. Auf der anderen Seite haben wir etwas Gegenwind. Hinterm Stock haben wir eigentlich genügend Platz. Das heißt, wir werden den einfach hier Richtung Mitte. 16 wäre normalerweise eins weniger. Ja. Er wird wenig spinnen. Dann werden wir den versuchen, hier hinzusetzen. Ach du Schande. War ja deutlich zu kurz. Deutlich zu kurz. Jetzt heißt es wieder Länge vor Richtung. Ja, so sehe ich das auch. For another birdie. Aber es geht berghoch. And this putt's gonna want to go left all day long. It's back up the slope as well. Ja, das ist ein ganz schöner Break. Ganz schönes Break. Wir müssen gucken, dass wir an den Stopp kommen. Ganz schönes Break. Berghoch kontinuierlich. Ja. Nee, das dritte Mal über die Kante gerollt. Aber wir wollen uns nicht beklagen, dafür ist es jetzt eben ein schönes Tap-In. Okay, that'll be a par here at 16. And he's gonna stay too clear of the field. So, jetzt geht's nochmal raus zum Pazifik, nochmal an die Küste. Das heißt, wir haben nochmal schön Gegenwind bei diesem 181 Yards langen Par 3. Und das heißt, wir müssen hier drauf kommen. Wie machen wir das am geschicktesten? Mit einer Kurve oder einfach nur versuchen, da hinten reinzuspielen? Wir haben Gegenwind. Ein längeres Eisen, ein Finesse-Schlag. Eisen 6 da hinten rein. Hoch angespielt. Ein bisschen faden gegen den Wind. Ein bisschen höher anspielen. Ja, der geht rechts vom Stock. Das ist natürlich... und er ist lang. Er ist lang, aber springt nach links, hoffe ich. Und bleibt auf dem Grün. Das ist gut. Das ist gut. That's gonna be on the putting surface and a birdie look straight ahead.
Ja, zugegebenermaßen ist es natürlich wieder ein Monster-Putt vom Break her, aber wir müssen ja hier nicht die Birdies spielen. Wir müssen nicht, jedenfalls nicht in dieser Runde. Aber das wird jetzt auch wieder ein unheimlich über links, der dann runterrollt. Da er ja nicht viel Tempo am Anfang hat. Das Tempo kommt ja durch den Hang und dadurch rollt er gleich nach rechts runter. Deswegen spielen wir jetzt mal einfach wirklich stark hoch. Damit, wenn er nach rechts Tempo aufnimmt, er nicht so weit durchrollt. No, didn't get that out there far enough and it winds up sliding by to the right. No problems there. Damit kann ich leben, damit bin ich sehr zufrieden. And he'll remain at minus 12. So, jetzt haben wir noch mal ein paar Fünf. Wir haben noch mal die Gelegenheit mit drei Schlägen. Wir gucken noch mal ganz kurz aufs Leaderboard. Bis jetzt einfach eine saubere Karte. Minus 6, gar kein Problem. Und das wollen wir auch beibehalten. Vielleicht hier noch das Birdie spielen auf minus 7, damit wir dann auf dem Leaderboard mit drei Schlägen führen, so wie es aussieht. Jo, minus 7, eine 65. Das wäre wirklich nicht verkehrt. Dann sieht es gut aus für die nächste Runde. So, der Wind wird ihn eigentlich ins Fairway reindrücken. Das heißt, prinzipiell können wir sehr weit rechts anhalten und noch ein kleines bisschen dagegen drohen. Na also, das passt. Das passt. For a strong finishing kick here on this Friday to get set up for the weekend and that another good drive here. Ja, wie gesagt, ein paar Fünf. Die Fahne steckt da hinten. Wir müssen einfach nur Mitte grün, haben ein bisschen Gegenwind. Ich würde dann das Eisen 5 nehmen, damit er sozusagen reinrollt. Dann ein kleines bisschen. Ja, wir sehen, der Wind drückt den sowieso Richtung. Und ein kleines bisschen hochspielen, damit er auch definitiv auf dem Grün zum Liegen kommt. Ja, noch ein bisschen mehr. Wir wollen auf jeden Fall unterhalb der Fahne zum Liegen kommen. Ah, das war wieder wegen arg viel. Komm, komm, komm. Spring hoch. Und das nenne ich doch mal eine gute Annäherung. Wow. And Frank, the views here at the 18th at Pebble get a whole lot better when you knock it on in two just like that. Oh, that second shot's like a banana too. It keeps turning left and you've got to really pick a definitive line. And that was just absolutely ripped. Great putt there. It's in for Eagle at 18. So another look at the leaderboard and you'll almost do a double take, Frank. Our featured golfer with a commanding lead through 36 holes. So far it's just been just a clinic again. I know I use that word a lot, Rich, but it looks like two different players. One at the top and, well, the chases. Different league. So for Frank Nabilo, Nota Begay the third, Iona Stephen, and a cast of hundreds. I'm Rich Lerner. You've been watching PGA Tour Golf on EA Sports. So long, everyone. So, das war's hier also. Runde 2 Conferry Tour Championship und wir liegen oder haben heute eine minus 8 gespielt und liegen für das Turnier jetzt auf minus 14, 8 unter Par. Und da haben wir doch noch aller Herz, aller Liebst das Eagle gespielt, tatsächlich hier an der 18. Und ich denke, wir werden diese Quest hier links unten definitiv schaffen, nämlich das Tournament Even Par oder Better zu beenden und die Top 80 auf jeden Fall auch zu erreichen, denn wir haben ja den Cut geschafft und so wie es aussieht, so wie wir drauf sind, wir kommen mit dem Platz ganz gut zurecht, haben in zwei Runden gerade mal ein Bogey bis jetzt gespielt. Es ist natürlich immer so ein bisschen ein Kampf auf den Grüns, muss man einfach so sagen, weil man immer einen Break hat, aber wir müssen uns einfach nur darauf konzentrieren, dass wir die Bälle nicht zu weit übers Loch hinausschießen, damit wir auf jeden Fall mit dem Rückpart unser Paar retten und wir sehen ja hier, dass wir an 3 Paar 4 trotzdem noch gut gescored haben. Wie gesagt, einfach
geduldig sein und man kriegt dann doch früher oder später die Bälle rein. Immer wieder einfach probieren und dann klappt es. Ich kann jedenfalls sehr zufrieden sein mit dieser Runde minus 8. Das ist sehr, sehr schön. Und wir schauen mal, was wir dafür jetzt bekommen. Wieder mal am Ende dieser Runde hier auf dem Pebble Beach Golf Links Kurs. Zweiter Spieltag Korn Ferry Tour Championship. 360 Total Tokens. Pro Pass können wir uns wieder ableveln. Sehr schön. Gibt wieder ein paar extra Punkte nochmal ableveln. Geht natürlich am Anfang alles sehr, sehr flott mit den kompletten Runden, wenn wir eben hier über 18 Loch gehen. So, das soll's für diese Runde gewesen sein. Das war im Quick Mode hier die zweite Runde Korn Ferry Tour Pebble Beach. Und im nächsten Video gehen wir in die dritte Runde. Genau dasselbe Modus. Im Schnelldurchgang werden wir 18 Loch spielen und dann geht's, so wie es aussieht, in den vierten Tag. Da machen wir dann wieder in der langen Version, werden wir den Platz wieder genießen, werden wir die Aussicht genießen, das Flair, die Atmosphäre von diesem wunderschönen Golfplatz am Pazifik hier in Kalifornien. Dann wieder mit Front 9, Back 9 geht's dann ins Finale. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es war wieder mal für euch interessant. Ihr habt ein bisschen was mitgenommen für euer Spiel, denn auf jeden Fall waren heute, glaube ich, die Eisenschläge ganz, ganz gut hier ins Grün. Damit kommen wir langsam wieder gut zurecht. So, und deswegen recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich auf euch für die dritte Runde Pebble Beach Golf Links und bis dahin wünsche ich euch allen ein schönes Spiel.